Ja, hallo aus Quickborn. Hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobby Company und ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Und jetzt ist es auch soweit. Wir haben den Katalog online und ich darf ihn jetzt auch aufmachen und dir alles zeigen, was da so an tollen Sachen dabei ist. So, und in dem ersten Video in diesem Jahr 2020 habe ich mich entschieden für hier wahre Klasse, für dieses tolle Produktpaket, und zwar ist das ziemlich weit hinten. Da, genau, ich hatte auch eigentlich ein Lesezeichen da drin. Mit Stil und Klasse heißt das Produkt, die Produktreihe, und dazu gibt es ja vom Designerpapier über Produktpaket mit Stempel und Standteilen. Es gibt so kleine Kärtchen, es gibt so Quasten, ein Band dazu. Super toll. Okay, und ja, ich habe gedacht, wir starten das Jahr mal wieder mit Verpackungen. Und ich habe das Designerpapier hier. Ganz toll. Das ist jetzt ein 6x6 Inch. Und wunderschöne Farben erstmal sowieso. Und dann alles, was wir so als Frau so brauchen. Total toll. Und ich habe mich mal für Schuhe entschieden, und zwar für diesen Bogen und für diesen. Also das finde ich total toll und daraus will ich eine Verpackung machen. Und dann ist ja noch in dem Set, also bei den Standsteilen, schon eine Verpackung dabei, und zwar ist es diese. Da habe ich kürzlich ja in meiner Online-Katalogparty oder zu meiner Online-Katalogparty mal ganz auf die Schnelle dieses kleine Teil hier à la Rucksack gemacht. Und dazu will ich dann auch noch eine passende Verpackung machen. Und da überlege ich noch, was ich nehme. Eventuell nehme ich das dazu. Und zwar ist das Frühling in Paris auch ein wunderschönes Designerpapier. Und ich finde, das passt auch ganz toll dazu. Und naja, ich lass dich mal überraschen, was ich so daraus bastel. Ja, und da ich ja hier die Schuhe gewählt habe, soll es also ein Schuhkarton werden. Und ich habe mir hier schon alles hergelegt dafür und habe auch schon ein bisschen gerechnet, was ich so dafür benötige. Also für das Unterteil benötige ich ein Stück in 18x13. Also ich schneide mir das jetzt mal hier auf 13 cm zu. Mal 18, da die Breite 21 ist, kann ich jetzt hier mal 3 wegnehmen. Dann sollte das hinkommen. So, das wird das Unterteil und das falze ich rundherum auf 4 cm. Das schneide ich ein, die Falzlinien immer bis zur nächsten Falz, immer an den gegenüberliegenden Seiten, sonst würde ich das hier ja abschneiden. So, dann wird es gut gefalzt. Und dann wird das Ganze so zu einer Box zusammengeklebt. So, das habe ich erledigt. Dann für das Oberteil, da brauchen wir ein Stück, was ja, etwas größer ist. Also das ist jetzt hier 5x10. Und da der Deckel ja drüber sein muss, sollte der so 2 mm größer sein. Also ich brauche jetzt für das Oberteil 13,2 mal 8,2. Also ich mache jetzt erstmal hier 8,2. Mal 13,2. So, und mein Deckel soll jetzt nicht alles verdecken und soll rundherum 1,5 cm haben. Also das kann ich dann wieder gut hier auf dieser Seite falzen.
So, das ist auch erledigt und damit mache ich jetzt genau das gleiche wie bei diesem Teil. Also ich schneide das Ganze jetzt rundherum ein. Falze es gut und klebe das dann zu einem, ja, zu einem Deckel zusammen. Erledigt und jetzt muss das Ganze nur noch passen. Ja, das passt genau. Und das soll natürlich nicht so weiß bleiben. Deswegen habe ich ja diese beiden hier ausgesucht und ich will die Schuhe nach oben nehmen und das Gestreifte nämlich rundherum. Ja. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Okay, also hier habe ich jetzt 5 mal 10. So, also ich nehme mal 4,6. 4,6 mal 9,6. Dann sind 2 mm immer am Rand über. Gucken wir uns mal an. Ja, ich glaube, das ist ganz gut so. So gefällt mir das ganz gut. Und dann, der kommt dann hier drunter, dann würde halt hier noch ein bisschen weiß gucken. Das überlege ich noch mal, ob ich das so lasse. Die Höhe ist 4 cm, also da brauche ich ein bisschen weniger. Das heißt, ich kann da jetzt auf 3,6 gehen und theoretisch sollte das für beides hier passen. Ich glaube, so ist es auch ganz gut. So, dann habe ich 10 in der Länge. Dann brauche ich da 9,6. Und 4,6. So sollte das jetzt alles passen. Also das kommt jetzt hier hin. Siehst du das? So. Und das kommt hier hin. So, und das brauche ich jetzt zweimal. Ja, und fertig ist das knuffig. Ganz einfach hier dieser weiße Karton und dann dazu das tolle Designerpapier. Und schon hast du ganz schnell einen kleinen Geschenkkarton fertig, den du nehmen kannst für Gutscheine. Du kannst eine kleine Handcreme reintun. Zufällig habe ich hier natürlich gerade eine liegen. Was dir jetzt gerade dazu einfällt, Naschis. Ja, und wie gesagt, ich finde es auch als Gutscheinbox ganz, ganz toll. Und einen kleinen Gruß noch da drauf. Da ist ja hier auch in dem Stempelset wieder ganz toll. Hallo Powerfrau. Zum Muttertag kann man es natürlich auch super nehmen. Freundinnen sind wie Schuhe. Mit den richtigen fühlt man sich wohl. Also passt wunder, wunderbar. So, und jetzt kommt halt noch die Geschenktüte dazu. Und dann hast du ein ganz, ganz tolles Geschenkset. So ist dein Papier einfarbig, ist es natürlich egal, wie rum du das machst. Aber jetzt mit Schrift oder wenn du da ein Motiv drauf hast, dann musst du schon so ein bisschen drauf achten. Immer diese breite Seite hier, das ist das Unterteil und das hier ist oben. Also du musst dann praktisch zwei die gleichen Teile haben. Und die werden ja dann so aneinander gesetzt. Also das heißt, dann wird jetzt das Ganze hier gefalzt. Schön vorsichtig bei Designerpapier. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und dann musst du dir überlegen, was für eine Tasche du da draus machen möchtest. Bei mir soll es jetzt eine Einkaufstasche werden. Also ich falze jetzt erstmal hier alle Teile gut und klebe das dann zusammen. Also so wie hier. Also das ist alles ja schon fertig hier gefalzt und vorgegeben, sodass das wirklich gar kein Problem ist. Ein bisschen Kleber drauf oder auch ein Klebestreifen, je nachdem, was du da lieber magst. So, und dann wird das hier zusammengeklebt. So, da ja hier so ein bisschen Metallic-Schrift mit drin ist, habe ich gedacht, oh, das sieht bestimmt toll aus, wenn ich jetzt die Henkel auch noch in diesem Metallic mache. Und ich habe auch die Schnallen noch passend dazu. Vielleicht mache ich die aber auch noch in Blütenrosa oder so, weiß ich jetzt noch gar nicht.
Die müsste ich auf jeden Fall doppelt nehmen, weil die von der Rückseite weiß sind. Ich habe mir auch schon passend alles hier zurechtgestanzt. So wirkt das Ganze nachher total edel. Und da ist auch so ein Stickrand rundherum. Und den findest du auch hier bei der Tasche wieder. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen hier erkennen. Ja, und da ich noch ein bisschen über hatte, habe ich das auch gleich noch hier an dem Schuhkarton mit angebracht. Ja, jetzt dekoriere ich das Ganze zu Ende und dann zeige ich dir das nochmal. Ja, und damit ist meine Verpackung oder meine beiden Verpackungen fertig. Ich habe mich jetzt doch für diese Verschlüsse in Blütenrosa entschieden. Ich finde das total knuffig und süß. So, und hier habe ich jetzt die so nach außen wie so eine Einkaufstasche, aber man kann es natürlich auch nach innen machen, wie eine Tüte in der Art. So, und passend dazu natürlich dieser coole Schuhkarton. Und ich finde, das sind ja wieder ganz tolle kleine Ideen für ein kleines Geschenk, für einen Gutschein, für ein Geldgeschenk, was du auch immer machen möchtest. Ja, vielleicht bringt dir das auch Spaß. Und du siehst hier, es sind noch ganz viele andere Stanzteile da drin von Lippenstift, Schuh oder ach, was weiß ich nicht alles. Also richtig toll, da können wir uns richtig austoben. Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Set oder was du halt auch immer aus dem Katalog möchtest. Aber das gefällt dir ganz bestimmt. Ich bin davon überzeugt. Also, das war hier mein erstes Video in 2020 und ich sage Tschüss aus Quickborn. So, als Henkel, da hier die Schrift ja so in Goldfarben ist. Ne, Silber ist das. Hannelore.